da sind wir und gucken einmal dieses wunderschöne Spiel 7 Billion Heroes. Also ich bin jemand, der überspringt Cutscenes, nicht wundern. Hey, you! Are you a hardworking farmer? Mhm. So, Schritt nach unten und aufheben. Und weiter. So, Langstreckenlieferung. Oh. Deine Aufmerksamkeit so wichtig, können wir später ausleihen. Mit Weißer nicht gebraucht. Nehmen Sie auf, laufen einfach weiter, bis Sie nun verlassen. Zuerst nach rechts laufen, dann. Nehmen und dann fallen lassen. Oh, ich hab da unten gemacht. Eine wichtige Entscheidung. Oh Gott, uns eine klare falsche, was wenn sie vor sehr plötzlichen Grad von Untergang. Ich will mich runter. Die Anweisung. Jeder Arbeiter hat einen Dartwürfel auf seiner linken oder rechten Seite. Gehen Sie zu dem Würfel und laufen Sie dann weiter in diese Richtung, sodass Sie ins Loch fallen. Wenn links von dir ist ein Dartwürfel, dann gehe nach links, ansonsten gehe nach rechts. Oh, ich hab's. Genau, falsch rum. Ha! So, tatsächlich habe ich es auch mal was ausgelöst. Rüber. Okay.
So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Die Nonne haben überall Daten liegen lassen, die dort auch genau zwischen den Flüssigkeiten fallen, aber die roten Löcher, aber. Step down. Wenn unter dir ist ein Datenwürfel, dann hebe unter den auf. Ansonsten gehe nach unten. Wenn unter dir ein Loch ist, dann also ich weiß, dass es in dem Spiel Optimierungen gibt. Das mache ich jetzt nicht. Das habe ich nämlich schon mal gesehen. Ja, ich mag bla bla bla. Um die Ecke gedacht. Und das sollte es machen lassen, die Diagonal ausrichten. Also. Sammel unter dir auf. Gehe nach unten, wenn schräge über nee, wenn schräge über dir ein Datenwürfel ist, dann mache das weg, ansonsten wiederhole es. Machen wir so. Dann ja. Ich muss dazu sagen, ich bin gelernter Elektroniker, ganz mal. Hey, sogar beides. Ja, hier kommen wir zu Optimierung. Dann nehmen wir doch den Lückenbüßer, die Kuh. Ein bisschen mit der ganzen, einfach so, dass sie wieder reinpassen, wie sie reinpassen. Die Reihenfolge spielt keine Rolle, sein Bereich nur bleiben. Wo sie leider noch zur Teilereihe vollständig erscheinen wird, und sich niemand beschweren. Also erstmal aufheben, dann gehe nach unten, wenn bei dir gleich ein gleich nichts und links ein Datenlöffel ist und rechts ein Datenlöffel ist, dann lass ihn fallen. Ansonsten wiederhole das. Nee, das optimiere ich gar nicht. Ja, das ist cool, muss man sagen. Ach, du heilige Scheiße. Hm.
Hier kann man auch verschiedene Programme wählen, das ist ganz cool. So. Wie soll das denn gehen? Wie zur Hölle soll das gehen? Also die Basis ist ja gleich eigentlich. Gehe nach unten, nehme unter dir auf. Wenn unter dir nichts ist und rechts von dir ist ein Datenwürfel und links von dir ist gleich ein Datenwürfel. Dann nehme ihn auf. Ansonsten gehe einen Schritt nach unten. Oh Gott. Wenn links von dir ein, nee, wenn rechts von dir ein Arbeiter ist, wenn links von dir nichts ist, dann naja, zwei. Das macht schon Sinn. Vielleicht wird ein Arbeiter rechts von dir ist. No! Und nichts, nichts ist. Nichts, nichts? Dann darf sie nämlich jetzt keinen Schritt machen. Ja!
Oh mein Gott! Oh, das war mein Handy. Ja, dann macht er. Dann macht er, machen die aber alle gar nichts mehr. Ich glaube, das muss da raus. Schritt einfach. Ich muss hier gerade mal ein bisschen Mucke anmachen. Ey. Für meine Ohren jedenfalls. Ich muss ja da irgendwo runter, oder? Er könnte diagonal gehen, komplett runter. Sie könnte auch den. Da geht er mit über diagonal gekommen. Da unten wird niemand hinkommen. Und
Rechts von dir ist nichts. Und links von dir ist ein Datenwürfel. Dann mache einen Schritt nach rechts. Sonst mache einen Schritt nach links. Ansonsten geh einen Schritt runter. Ja, aber soll ich denn? Da gibt's doch bestimmt eine Lösung für. 7 Billion Lösung. Ziehen wir das hier mal rüber auf den anderen Bildschirm. Lückenbüßer 2. Was bin ich denn? 13. Wie? Also. Bauen wir mal nach, was hier angezeigt wird. Das ist ja nicht so dramatisch. So. Wenn neben dir ein Arbeiter ist und südlich von dir ein Datenwürfel oder westlich von dir ein Arbeiter, dann gehe nach Südost. Ansonsten gehe nach unten. So, wenn westlich von dir ein Datenwürfel ist und links von dir nichts, dann droppe die. Jump.
wenn östlich von dir ein Arbeiter ist und südlich von dir ein Date oder westlich von dir ein Arbeiter, dann geh nach Südost. Ansonsten gehe nach Süden. Ende. Wenn westlich von dir ein Datenwürfel ist, und unter dir keiner ist, so, dann lass ihn fallen. Wer kommt denn darauf, ey? Das ist ja krank. So. Eine hervorragende Keule. Also. Erstmal, wenn unter dir kein Datenwürfel ist, gehe er nach da. Wenn über dir ist, dann wenn unter dir eine 2 ist, dann gehe nach rechts. Ist cool. Wenn unter dir eine 3 ist, dann gehe nach unten. So, eine 4 ist nach links. Lass ich jetzt mal als Punkt. Verfahren. Lassen Sie uns diese Daten rein. Bewegen Sie den Würfel ganz links nach oben und den ganz links nach unten. Dann bewegen Sie den nächsten Würfel eine Zeile weiter nach unten, den anderen nach oben, nächster nach unten, nächster nach oben. Lass ihn fallen. Nein. So. Ansonsten, wenn nicht rechts von dir kein Arbeiter ist, nach unten. Diagonal. Wenn
schräg unter dir ein Arbeiter ist. Geh nach oben. Und neben dir nichts ist. Und neben dir nichts ist. Ist mir egal. Mir egal. Schreit ein Pfadfinger. Schreien Sie alle Daten auf. Ich nehme unter dir auf. Wenn unter dir kein Schredder ist, gehe nach unten. Gebe es noch. Denken, wir können uns alle darauf einigen, dass einfach nicht genug Daten nur für Momente. Aber da sicher, ich verstehe, ihr brennt es sehr lang noch bei diesem Schritt. Also bitteschön, nur lieber Daten nur für rumliegen. Gehe noch. Wenn über dir kein Datenwürfel ist, dann gehe nach oben. Wenn über dir ein Datenwürfel ist, dann hebe ihn auf. Ja, ansonsten gehe nach oben, das ist so gut. Wenn unter dir kein Schredder ist, der kein Schredder ist und bei dir ist ein Datenwürfel, dann gehe nach unten. Wenn aber unter dir ein Schredder sein sollte, gebe ihn zum Schredder. Okay, das macht der Endbefehl.
Ich gehe da gerade so kompliziert ran. Wenn über dir kein Datenlücken ist, gehe nach oben. Ansonsten hebe ihn auf. Wenn du einen Datenlöffel hast und unter dir kein Schredder ist, geh nach unten. Aber das macht auch gar keinen Sinn. Dann gehe nach unten. Sag dir die Lösung. Das könnte jetzt nämlich gerade noch ewig dauern, oder? Ein über dir, kein Nerven. Ansonsten sammle ihn auf. Wenn unter dir nämlich kein Schredder ist. Die Abgaben war. Ansonsten hebe ihn auf. Wenn dir ein Schredder ist, gebe ihn nach unten ab. Ansonsten gehe nach unten. Gehe nach oben. Geht einmal rum. Wenn, gehe nach oben. Dann kann man noch und dann so. Das ist normal. Das wird dann wiederholt automatisch. Wenn über dir ein Datenlöffel ist, hebe ihn nach oben auf. Ansonsten, wenn unter dir kein Schredder ist. Ansonsten gehe nach unten.
sagt denn da die Lösung? So, so, das sagt die Orgi, das hat die Lösung. Angeblich. Geh nach oben. Wenn natürlich von der Daten öffnet, sammel ihn auf. Nee, die sagt das so. Ansonsten sammel ihn auf. Langsam, ne? Aber so funktioniert ein Spiel. Kleinkammerjäger. Ui. Oh. Ich habe diese Aufgabe für Sie gelöst. Naja, annähernd. Die Arbeitskraft auf der rechten Seite will einfach nicht arbeiten. Außerdem sterben alle. Durch zwei andere reparieren. Ja. So, Gifto End. Wenn unter dir keine Daten geöffnet ist, geh nach unten. Sammel ihn auf. Ne, das können wir halt stoppen. Macht er nämlich Platz mit dem Endbefehl. Ha! Ja. Malig entsorgt. Oh, ich will gar nicht wissen, was es bringt, ey. Das ist so wenig anstrengend. Ach du Kacke. Schalten Sie Ihre Daten über, denken Sie daran, jeder Schredder kann nur ein einziges Mal verwendet werden. So, dann gehe nach unten. Wenn unter dir ein Schredder ist, dann Gifto. Nee. Geh erst nach da, dann nehme es unter dir auf und dann gehe nach unten. Das komplette Jump geht nachher wieder so. Wenn unter dir ein Schredder ist, dann gebe ihn nach unten ab. Dann bleibe da stehen. Wenn unter dir ein Mitarbeiter ist,
gehe nach schräge unten. Ich hab ein Achievement. Worker exploded. Alter, bin ich heftig. Das war jetzt random. Geil. Oh ja, da. Oh, gehypt. So. Der Würfel um und platzieren Sie das Ergebnis an der gleichen. Hä? Kehren Sie die Reihe der Datenwürfel um und platzieren Sie das Ergebnis an der gleichen Stelle auf dem Boden zwischen den beiden Löchern. Also erstmal hebe unter dir auf. Wow. So. Wenn neben dir ein Loch ist, geh nach rechts. Alter, das ist richtig heftig. Geh nach unten. Und hebe auf. Wie soll das denn gehen? Kehren Sie die Reihe der Datenwürfel um und platzieren Sie das Ergebnis an der gleichen Stelle. Das heißt, 20 ist das, ne? Was? Also, das baue ich jetzt mal nach, was hier steht. Sammel unter dir auf. Wenn südöstlich von dir kein Loch ist, gehe nach Osten und springe wieder bedingt. Dann gehe nach unten und
Wenn aber westlich von dir kein Datenwürfel ist und westlich von dir kein Loch, dann gehe nach Westen und springe da wieder hin. Und dann kannst du ihn droppen. Moment. Nehme unter dir auf. Wenn südöstlich von dir kein Loch ist, dann gehe nach Osten und springe mir. Ende der Funktion. Gehe nach Süden. Wenn westlich von dir kein Datenwürfel ist und gehe nach Westen und springe nach da. End if drop. Ja, das ist das. Ja, ich guck mir das jetzt mal an. West B, Step S, West End of Step B, wie? Oh, hab ich jetzt nicht. Ich hab nicht ein E und ein W vertauscht. Oh Gott, da musst du doch erstmal drauf kommen. Dass die wie eine Polonaise laufen müssen. Oh Gott, ja. Ja, okay. Wow. Oh. Sie erhalten Druck jedes Mal, wenn Sie einen Drucker verwenden, wird er im zufälligen Daten für Druck jedoch so. Also die wollten nicht den Druck aufheben, wie geil ist das? Das war jetzt aber durch Zufall. Ja. Okay, take from there. Step there. Give to there. Okay. Dann geh wieder zurück. Geil. Was? Ah, das weiß ich. Hier.
Oh, ihr Schweine! Ich hab gedacht, ich bin jetzt heftig und kann da noch einen reindrücken. So. Yeah. Oh ja, große Daten. Große Daten. Oh. Nachher haben wir viele Arbeitskräfte, die sie bewertet haben. Auch wenn sie nicht bewertet und eine Stunde verbrennt. Ja, müssen. Alle Arbeiter müssen einen Datenwürfel mit mindestens einer 50 halten. Okay. Wenn unter dir kein Drucker ist, dann gehe nach, nee, gehe nach unten. So. Dann nehme unter dir auf, wenn mein Ding mit mindestens größer oder gleich if mein Ding oder gleich 50 end. Ansonsten ja, ich mache ja auch ganz Zeit Pick. Ja, das macht Sinn. Dann gehen wir nach oben. Ansonsten werf es nach unten. Ansonsten über mir kein Arbeiter ist. Ansonsten wenn in Richtung ein Schredder ist. Schredder ist. Ja! Ha!
Warum denn die? Und mein Ding ist nicht gleich 5. Und mein Ding ist nicht gleich 0. Spacken. Warum gibt er die 48 denn nach oben? Ja, das ist natürlich jetzt Zufall, ne? Das weiß man ja. Mann! Ja, das ist ja jetzt natürlich, ne? Beschiss.